Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir machen hier ein bisschen weiter mit dem Ballenpressen. Da müsste theoretisch unser 722, ja, der fährt weiter Richtung Düngen. Hat jetzt auch losgelegt. Düngt jetzt schon. Sehr schön. Also wir können die Meldung hier oben deaktivieren. Das läuft. Wir werden eh demnächst draufstoßen wieder auf den Kollegen. So. So, nächste Bahn. Ah, ist nicht mehr allzu viel. Dann haben wir das Feld gepresst. Können wir das in Fermenter bringen und dann ist wahrscheinlich auch der Eintrag vom Fermenter weg. Was heißt wahrscheinlich, das ist mit ziemlicher hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit weg. Dann können wir natürlich noch Feld 14, möchte ich ja gern Gülle ausbringen. Schauen wir mal. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hier lässt er immer wieder mal so ein bisschen was stehen, ne? Das ist echt uncool. So. Jetzt sind wir bei den kurzen Bahnen angekommen. So. Da langsamer fahren, dass die Ballenpresse das alles aufnehmen kann. Nee. Selbst langsamer fahren bringt da nichts. Gut, dann fahren wir halt normal weiter. Denk mal, das werden wir früher oder später eh dann wieder beim nächsten Schnitt wieder mit aufnehmen. So. Setzen wir zurück. Komplette Bahn über. Würde jetzt echt bald Sinn machen, dass wir sagen, komm, wir lassen das mit dem doppelten Schwad aufnehmen. Aber der lässt es da echt stehen. Ich weiß nicht warum. So. Das Problem ist jetzt, es ist halt mittendrin. Also nicht irgendwo rechts oder links. Es ist halt wirklich mittendrin. Arbeit beendet, das könnte der Big M sein. Wunderschön. So. Ich
Schauen wir mal, dass wir hier so wenig wie möglich immer stehen lassen. Dadurch, jetzt, wo wir hier hochfahren, können wir auch wieder ein bisschen hier wegkratzen. So. Den auch mitnehmen. So, ich probiere das jetzt einfach aus bei beim Feld 14. Dann wird die Ballenpresse hinschick. Ohne irgendwas. Also ohne den. Da lasse ich den einfach gerade hier im Shop dann stehen. Vielleicht müssen wir es auch so wieder umstellen. Das ist auf jeden Fall Feld 14. Und dann können wir den Kurs laden. So, zack. Sagen, fahren wir noch raus auf die Straße. Lass das Auto noch durch. So. Also nee, halt, das ist ja Kurs erstellen, das will ich ja gar nicht. Egal, ich bin trotzdem jetzt im Menü. So, dann können wir hier hochgehen zu Feld 14. Den Kurs laden lassen. Schalten wir hier auf den ersten Wegpunkt. Sagen, bei Feld 14 soll der das übernehmen. Oh ne, der Aktion Terra Track. Was ist denn hier los? Natürlich hat das schon wieder nicht geschafft. So. Aber wir haben das Feld angesät. Und das heißt dann auch für uns, wir können auf Feld 7 wechseln. Würde ihn aber hier erstmal unterstützend hinfahren lassen. Weil dann können wir nämlich Feld 7 Kurs laden mal machen. Und ich glaube, wir können doch auch jetzt hier schon. Ja, wir können die Fruchtart jetzt wählen. Und da wollten wir. Oder wollte ich ja Raps, glaube ich, drauf haben. Richtig. Feld 2 Tritikale. Genau, Tritikale. Eintrag löschen. Jo. Und auf Feld 7 Raps. Das passt auch. Jetzt hat der Big M die Arbeit beendet. Ja, alles gut soweit. Sind wir da am Kalken, am Machen, am Tun? Also am Kalken sind wir nicht. Doch bald. Wir tun das nachher mulchen, dann tun wir kalken. Das Grasfeld können wir natürlich kalken. Oder besser gesagt, die Grasfelder können wir kalken. 942 fährt los. Muss entladen werden. Ja, jetzt fahren wir erstmal auf Feld 7 und aber eigentlich gut zu wissen, wo der Anfang wäre. Das wäre natürlich jetzt gut zu wissen. Okay. Einmal wieder unten. Das ist Wahnsinn. Einmal das komplette Feld. Quer durch. Dann gehen wir erst zurück. So, Tritikale und Dinkel geben, glaube ich, Stroh. Wäre es vielleicht gut, wenn wir nächsten Sommer den Kompost da platzieren.
Schauen wir mal hier hin, genau. Ja, der hat noch ein bisschen dastehen. Jetzt ist die Lohndienstleistung dort abgeschlossen. Stop it. Zurück zum Hof. Vielen Dank dafür. Und dann darfst du natürlich abschließen. Sehr schön. Aber noch wieder. Das waren es vorhin, glaube ich, 68.000. Oder waren es 86.000? Jetzt sind wir bei knapp 100.000. Nee. Wir sind jetzt bei knapp 90.000, wo wir jetzt Gewinn gemacht haben durch die Düngemission. Was heißt Gewinn? Ist ein bisschen schwierig zu rechnen, weil wir müssen ja rechnen die Düngeherstellung. So, lassen wir den hier stehen. Jetzt schauen wir da einfach mal nach. Arbeit beendet. So, wir haben doch am Hof noch die Werkstatt, ne? Jawohl. Schauen wir mal, ob das funktioniert, dass der in die Werkstatt fährt. Muss entladen werden, also jetzt sind wir eigentlich wieder on point. Jawohl, das passt. Würde sagen, wir holen jetzt einfach mal die restlichen Ballen ab. So, Moment hier mal. Das geht mir jetzt ein bisschen auf den Senkel. Dass der hier rumsteht. Den müsste ich doch theoretisch anhängen können. Jo, den kann ich anhängen. Zieh man weg. So, jetzt holen wir die Ballen ab in Fermenter. Dann haben wir die nämlich auch weg. So, dann schauen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Einmal das ein Ding mieten, oder? Ein Schwader. Und dann hier einmal rüberfahren. War klar, dass der Big M das da nicht packt alleine. Ja, schon hier müssen wir halt die Dings schließen. Die Tür. So. Okay. Ah, die Ballen, wo jetzt hier unten sind, die zwei, die können wir ja so mitnehmen. Hätte ich jetzt gesagt, dass wir die so aufnehmen. Ja. Na, jetzt können wir wieder Bahn für Bahn nehmen. Sind halt schon einige Ballen. Also. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen überschätzt mit dem Gras. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht können wir auch den Fermenter dann unter wirklich Volllast laufen lassen auf der Grasschiene. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ja, so ein bisschen Volllast dann hätten. Macht er 12.000 Liter die Stunde.
Jetzt erstmal schauen, ob wir die Erfahrung jetzt alles kriegen. Das müssen wir erstmal hier dann kalken, dass wir das auch wieder hinbekommen auf einen guten Stand. So. Natürlich muss ich jetzt erstmal hier erstmal entladen und dann wieder beladen, dass wir hier wieder einen sauberen Cut haben. Was heißt sauberen Cut? Sauber aufgeladen haben. Und dann jetzt einfach hoffen, dass das einfach sauber durchläuft. So. Herrlich, herrlich. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Upsala. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.